Ich stehe hier neben dem Co-Trainer der ersten Mannschaft der SG Üchtelhausen Zell. Und ja, Herr Niklaus, sind Sie zufrieden mit der Leistung Ihrer Mannschaft heute? Ja, wenn man 1-0 verliert, dann kann man einfach nicht zufrieden sein. Ist einfach so. Ja, die Chancen waren ja da. Ja, ist richtig, die Chancen hatten wir gehabt, aber wenn es dann die Tore nicht reinmachst, ich finde, wir haben es die erste Halbzeit schon verschlafen. Haben wir nicht schnell genug nach vorne gespielt, haben wir Gegner immer steil gemacht, indem wir zu lange gebraucht haben, bis wir von hinten raus, bis wir nach vorne gespielt haben. Haben nicht die Tiefe gesucht vom Raum und haben immer quer gespielt und dadurch ist der Gegner, hat sich immer wieder massiv hinten eingestellt und dadurch konnten wir auch nicht keine Chancen rausspielen. Zum Schluss war es dann ein wenig glücklich für Humbrechtshausen. Ich meine, das eine Tor wurde. Ob das jetzt drin war, das kann man jetzt nicht sagen, aber wir haben ja Chancen, haben wir genug gehabt. Der Maxi zum Schluss noch einmal. Da muss man das einfach machen, wenn ich 1 gegen 1 gegen ein Torwart bin und wenn ich dann ein Torwart anschieße. Also nachher brauche ich mich nicht wundern, wenn ich zum Schluss verloren habe. Ja, das hat aber schon Möglichkeiten gegeben, die erste Halbzeit. Da war ich ja oben gesessen, habe ich es von oben mal angeschaut. Und da hatten wir 3, 4 Situationen, wo man den Ball einfach schneller in die Tiefe spielen muss, wo der Gegner die Lücke aufgemacht hat. Wenn der Stürmer sich im Raum anbietet und der Ball wird nicht gespielt, dann hat es der Gegner einfach und der Stürmer weiß nicht genau, wo er hinlaufen soll. Wenn der Ball schnell gespielt wird und nachher ist wieder zu, dann ist wieder alles zugedeckt und dann komme ich wieder nicht durch. Und da haben wir einfach zu lange gebraucht, da haben wir zu viel quer gespielt, noch einmal rüber, dann wieder hintenrum. Und wenn einmal die Lücke da ist, dann muss man halt einmal schnell nach vorne spielen. Oder wenn der Gegner mal ein bisschen rausgerückt ist, dann haben wir es immer wieder nicht verstanden, schnell genug in die Tiefe zu spielen. Also in die Vertikale einfach steil nach vorne. Da ist immer drauf getreten worden, es waren ein paar Situationen da, wo ich erkannt habe, auch schon die erste Halbzeit, wo wir einfach nicht schnell genug nach vorne gespielt haben. Genau das ist es, was ich jetzt gemeint habe. Es hat oft auch einfach der letzte gefährliche Pass gefehlt. Viel dafür lag ich jetzt auch an Christian Bickel, der nach Goxheim gewechselt ist. Wer soll jetzt die Pässe spielen? Naja, der Christian, der kann schon die guten Pässe spielen, vor allem auch die schnelle Pässe. Aber manchmal hat er das Spiel auch ein bisschen verlangsamt. Aber im Großen und Ganzen, meine, hast du schon gemerkt, der Timo, der drin war, der kann auch sowas spielen. Aber dann, wenn die Lücken halt nachher nicht mehr da sind, dann ist es schwierig. Die erste Halbzeit hat man die Lücken gehabt, wo wir die Bälle nicht reingespielt haben. Und dann bei dem Gegentor, das wir gekriegt haben, die haben ja immer nur auf den Zehner. Der Zehner hat lange Bälle auf den Elfer gespielt. Man, die waren dann noch dreimal abseits, aber einmal war es halt kein Abseits, wo er halt durchgelaufen ist und hat dann das 1-0 erzielt. Und da bin ich halt der Meinung, da hätte man dann im Mittelfeld diese Situationen einfach schneller unterbinden müssen, dass man die im Mittelfeld schneller stellt, damit die keine langen Bälle spielen können. Noch zu Arthur Weiß kurz, warum hat er nicht von Anfang an gespielt? Der hat Probleme mit dem Knie im Moment und haben wir gesagt, lassen wir ihn erst mal hausen. Und wenn es gut gelaufen wäre, sagen wir, dann hätte er wahrscheinlich gar nicht gespielt. Aber nachdem der Spielverlauf dann so war, dann haben wir das Risiko eingegangen und haben gesagt, okay, jetzt, wenn der Arthur mal reinkommt noch einmal, dann geht vielleicht noch mal ein Ruck durch die Mannschaft. Dann geht vielleicht noch was. Nächste Woche geht es zum Derby nach Hesselbach. Was muss sich bis dahin verbessern in Bezug auf das Spiel heute? Naja, das Hesselbacher Spiel wird wahrscheinlich ganz anders sein. Das wird vielleicht genau rumgedreht sein, wie das heute war. Dass wir aus der Tiefe rauskommen und die Hesselbacher nach vorne spielen. Und da kann das ein ganz anderes Spiel werden. Ich meine, jedes Spiel muss neu gespielt werden, geht von null los. Und wie gesagt, wenn wir dann aber einen Ball besitzen und können nach vorne spielen, dann muss man auch die Konter schnell ausspielen. Dann muss man auch gezielte Bälle, genaue Bälle und nachher aber auch schnell nach vorne spielen. Nicht noch einmal drauf treten und wieder zurück. Sonst stellen sich dann die Hesselbacher auch, die sind dann auch schnell nach hinten. Die haben auch ein gutes Umschaltspiel. Schnelle Bewegungen nach hinten und nachher, wenn die zustellen, dann ist es auch schwierig durchzukommen. Dann bedanke ich mich für das Interview und viel Glück nächste Woche gegen Hesselbach. Jawohl, danke schön.